Ilona und Raphael Zichos. Raphael Zichos, der Kapitän des Fußballvereins in Holstein Kiel, ist in der Nacht zum Montag Vater geworden. Ben ist da. Und wir wissen ja alle, dass der Klapperstorch die Kinder bringt. Und dass es jetzt im UKSH das 1000. Baby in diesem Jahr ist. Das kann nur mit dem Zweitliga-Aufstieg zusammenhängen. Was meinst du, Raphael? Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr passend, dass dieses Jahr auch noch unser Nachwuchs kommt. Ich glaube, das Jahr kann jetzt schon nicht besser werden. Und ist ein super Erlebnis gewesen und wir sind überglücklich, dass der Kleine gesund ist. Luna, wie ist die Geburt verlaufen? Wie eine Geburt halt verläuft, ne? Das war natürlich nicht die ganze Zeit einfach, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen. Raphael hat auch geholfen, er war für mich da und ja, am Ende wurden wir belohnt. Hast du schon Kontakt mit deinen Mannschaftskameraden gehabt? Wissen die schon Bescheid oder hat dich schon jemand besucht oder wann werden die dich besuchen? Ja, mich hat natürlich schon jemand besucht, der Rest wird auch noch kommen, aber ich habe die Jungs in unserem Gruppenchat natürlich informiert und da kamen eine ganze Menge Glückwünsche zurück. Die haben auch natürlich mitgefiebert, dass es nicht am Samstag passiert, sondern danach und ja, zum Glück hat der Kleine noch ein bisschen durchgehalten. Ja. Wie habt ihr euch gefühlt hier im UKSH, im Familienzimmer, wo du mit übernachten durftest? Ja, ich glaube, die ganze Verpflegung hier und Betreuung auch von unserer Beleghebamme Jana Puls war super. Das Zimmer ist sehr komfortabel, wir fühlen uns richtig wohl, sind immer in guter Betreuung und ich glaube, das kann man nur weiterempfehlen hier. Ilona, wann geht's nach Hause? Wann werdet ihr mit Ben zu Hause sein? Also wir hoffen, dass wir morgen Mittag schon nach Hause dürfen. Wenn alles in Ordnung ist, soweit ist er gesund. Und ich hoffe, ja, dass es morgen schon nach Hause geht. Wirst du deinen Sohn ein bisschen sanfter hinführen, dass er auch ein Fußballer wird? Oder ist ihm die freie Wahl, welche Sportart er mal betreiben soll? Das werde ich nicht sanft machen, das werde ich dann schon streng machen. Naja, also ich glaube, viele Möglichkeiten wird er nicht haben. Der wird auf jeden Fall gegen das runde Leder treten. Okay, wann steigst du wieder in deinen beruflichen Alltag ein? Wann wirst du wieder trainieren? Ja, morgen Vormittag werde ich wieder bei der Mannschaft sein. Und da wir morgen zweimal trainieren, werde ich auch zweimal in Brünsdorf sein. Ja, okay, gut. Dann wünschen wir alles Gute für die Familie Zichos, die jetzt um Ben größer geworden ist. Dankeschön. Und vielen Dank. Bis dann. Dankeschön. Danke.